Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, die jetzt auch ungefähr 50 Stück sind. Ich freue mich tierisch. Wuhu, der Skyline ist am Start. Also wir eine kleine Runde. Let's build Viva Vignata. Ich muss mich nochmal herzlichst bedanken für die 50 Stück. Ich habe mich tierisch gefreut. Am 14.01. habe ich um 19 Uhr nochmal so reingeschaut. Da waren es immer noch 46. Ich sage, ah, meine Fresse, es passiert einfach nichts mehr. Und dann gucke ich nochmal einfach so spaßeshalber um 21 Uhr und BUMS, da war die 50 am Stehen. Ich habe mich tierisch gefreut. Super heavy war ich da einfach nur drauf. Hat mich tierisch gefreut. Und was die 50 Abonnenten Special angeht, da werde ich gleich mit euch reden. Aber erstmal machen wir Gartenspielen. Gartenladen, Small Feather Game, Garten betreten. So, damit sie das hier schon mal gelegt haben, wenn du für deine Pflanzen den richtigen Dünger nimmst, kannst du sie verbessern. Ich habe so wie so ein bisschen, man hat mich ein bisschen gespoilert. Daher werden wir auch noch ein, zwei Sachen heute ausprobieren. Aber erstmal haben wir eine andere nebensächliche Aufgabe. Dafür brauchen wir mal FVK. Bist du FVK? Du bist FVK? Bleib mal hier. Informationos. Und zwar ist das jetzt seine neueste Freundin. Sissi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ob das Sissi oder sonst wie. Auf jeden Fall hat er mir das geschrieben. Sissi. Und da haben wir jetzt eine Sissi hier. Kasims Freundin. Ich freue mich tierisch. Des Weiteren haben wir ja schon vor letzter Aufnahme hier ordentlich was dazu bekommen. Das ist natürlich Bombe. Aber jetzt müssen wir erstmal, genau, wir müssen einen Teich graben. Sonst, ach du Scheiße. Ach, ich bin so ganz aufgeregt, weißt. So, jetzt müssen wir erstmal den harten Boden hier schlagen. Und während ich so den harten Boden schlage, kann ich hier Rasen schlagen? Nee. Habe ich mir so ein bisschen überlegt, weil ich habe ja erst vor einiger Zeit habe ich mir überlegt, was könntest du als 50 Abonnenten Special schon mal machen, schon mal überlegen halt, ne? Dann kam mir die Idee, ein Musikvideo zu verarschen. Hoppala. Und zwar hatte ich die Idee für ein eine Parodie, super lustig und sowas, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, das umzusetzen und keine Leute dafür gehabt, die mir mal dabei geholfen haben. Hast nicht gesehen. Das werde ich irgendwann anders mal bearbeiten, wenn ich mal die Zeit dazu wirklich finde. Und man hat mir auch gesagt, dass dieser Aufwand, das ist eigentlich eher so bei einem höheren Abonnenten-Special besser geeignet. Ja, ist eigentlich recht. Gucken wir mal. Dann kam mir halt eine langweilige Idee. Ja. Machen wir doch, Dingens draus. Hier machen wir auch einfach so und so stelle ich das ein, um es aufzunehmen. Fand ich dann auch irgendwo langweilig wieder. Und jetzt habe ich ja den Kasim kennengelernt. Den supergeilen. Und der kennt jemanden. Und dadurch, dass er jemanden kennt, könnte ich dadurch vielleicht ein richtig geiles Abonnenten-Special machen. Was ich jetzt aber noch so ein bisschen geheim halten möchte. Das möchte ich noch nicht preisgeben. Wir schauen mal, wie weit es dazu kommen wird. Wir haben nicht noch harten Boden, das geht gar nicht. Dann müssen wir hier einen Teich graben, weil wie gesagt, harte Böden, da kann man nichts draufstellen, das ist scheiße. So. Das können wir eigentlich mal lassen hier. Das können wir noch ein bisschen ausbauen nachher. Und dann geht's hier weiter. Und ja, ich habe mir halt da was überlegt. Das ist eigentlich ganz cool. Hat man so auch noch nicht so gesehen. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich dann eine Bestätigung kriege, dass ich dann darf.
Würde mich tierisch freuen. Übelst. Ja, und ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten müsste ich mir vielleicht auch was anderes überlegen. Vielleicht mache ich das dann ja. Was ist denn hier los? Hier, wo ist denn das Bonbon? Da. Hey, Kollege. Guck mal hier. Hatte was Feines. Was ist denn los? Was soll ich denn machen? Oh, Süßer. Hör doch auf zu weinen. Hör doch bitte auf zu weinen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Was der von mir will. Ein schönes Glücksbonbonchen hingelegt, aber es will anscheinend nicht haben. Gut, soll sich jemand anderes was holen. Ja, und ich muss mich nochmal wirklich bedanken. Super, 50 Abonnenten. Das ist für mich ein gewaltiger Sprung. Ein großer Sprung. Ein sehr freudiger Sprung gewesen. Und, ich hoffe, dass ich auch weiterhin euch unterhalten kann mit meinen Videos. Wenn nicht, schrottet es in die Kommentare oder mir als persönliche Nachricht. Ich werde beim besten Willen versuchen, euch da glücklich zu stimmen. Gnade mir, wenn ich das nicht hinkriegen sollte. So, hier war nicht richtig aufgefüllt. So. Hier ist nicht... Die kannst du halt dann nicht mehr richtig. Scheiße. Manchmal lassen sich Raudis durch Schokomünzen zum Gehen bewegen. Aber sei vorsichtig. Einige Raudis sind ziemlich gierig. Wie viel möchtest du? So, 2000. Was ab? Meine, das sind immerhin 2000 Schokomünzen, du blöde Sau. Super. Okay, so können wir ihn teilweise loswerden. Das ist natürlich kein Zustand, so, der ist wieder normal. Da gibt es eine andere Möglichkeit. Es ist halt, wie gesagt, nur... Könnte ich sogar jetzt machen. Ich habe jetzt eigentlich das... die Möglichkeit dazu, den Platz dazu... Aber jetzt, warte mal. Was? Chipmunk! Woohoo! Jetzt geht's ab hier. Boom! Freue ich mich doch. Wow! Boom! Gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Ich gebe mir auch Mühe. Boah, zwei Level rausgedödelt, Leute. Jetzt machen wir mal einer nach. Jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen ausbessern hier. Und jetzt werden wir erstmal wieder schütten. Jetzt schön hier erstmal die Begrenzung ziehen. Hoppala. Schöne Begrenzung machen. Jetzt erstmal für den Anfang wissen, bis wohin überhaupt noch. Und wir haben immer noch keinen Donut hier drin, was mich ziemlich ankotzt. Irgendwie soll das nicht sein. Und ich habe auch so einen Kollegen gefragt, also der meinte auch, das wäre ziemlich klein halt alles, was du jetzt hier so hast. Das wäre also nicht so wirklich viel Platz. Und wir müssen halt dann mal gucken, dass ich dann, ja, einige Pinatas halt wieder rausschmeiße.
Und halt so gucke, welche jetzt wirklich hier drinne sein sollen. Wir kriegen ja auch immer wieder haufenweise neue dazu. Was ich auf jeden Fall gleich machen werde, ist mal was ganz Ausgefeiltes. Mal gucken, ob das funktioniert. Also mit dem Hund habe ich mich spoilern lassen. Also es soll ein Wolf sein. Ich weiß auch nicht, wann ich ihn mal einen Wolf kriege. Und zwar muss der Wolf halt den anknurren und dann haut er ab. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Wolf ist oder ob es jetzt sogar der Hund ist. Deswegen werde ich mir gleich nochmal einen Baubau-Wuffi holen. Und mit dem mal schauen, ob ich damit die Rüpel wegkriege. Ich weiß es natürlich nicht. Lass uns mal überraschen halt, ne, dementsprechend. Und noch als kleine Nebeninformation nochmal an euch. Wenn ihr unbedingt mal einen Pinata einen Namen geben wollt, egal welchen, ihr könnt es euch aussuchen. Entweder kann ich euch euren Namen dafür verwenden oder halt jeden x-beliebigen Namen, wie ihr es möchtet. Nichts ist falsch. Jeden x-beliebigen Namen, wie ihr es wollt. Schrottet es in die Kommentare. Und ich guck mal, was sich daraus geben lässt. Den Pinata auf jeden Fall. So ein Wunsch-Pinata wird es so wahrscheinlich nicht geben. Wie gesagt, weil ich auch mal abgeben muss. Und es kann sein, dass wenn jetzt irgendwann mal so ein großer Andrang sein sollte und ich nicht genug Pinatas hier reinkriege, um jeden Namen zu geben und ich sowieso mal Pinatas wechseln muss, kann es mal sein, dass dann einige aus diesen dann hier verschwinden und dann halt der Name umgeändert wird. Da bitte nicht böse drauf sein, es ist einfach nur, um halt, wenn einige Leute halt Lust darauf haben, es bieten zu können. Ist einfach nur da, aber solange es halt noch keinen großen anderen halt gibt, und es ist auch nicht schlimm, ist immer auch neidisch, ist mir als relativ recht, alles so. Wir haben jetzt sogar einen Chipmunk hier, wir haben immer noch hier unser Esel. Den kann man auch noch einen Namen geben. Ich meine, sieht ja jetzt nicht gerade unspektakulär aus. So, unseren Garten können wir vergrößern. Und wenn wir wollen, können wir auch demnächst sagen, hier, wir vergrößern jetzt diesen Bereich hier mal ein bisschen nochmal. Dann müsst ihr aber erstmal alles abreißen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten, wenn ich erstmal alles abreißen würde und dann komplett neu aufziehen würde. Ja, aber das werde ich auch dementsprechend machen. Oh, ein neues Kapitel im Geschichtsbuch freigeschaltet. Wollen wir mal gucken? Hoppala, ich unterdrück mich immer. Komm, wir gucken mal. Tagebuch. Da werden wir auch gleich mal in eine Stadt gehen. Liefers Klatsch. Okay. Spielaufzeichnungen. Geschichtenbuch. Kapitel 7. Haben wir das nicht schon? Ja, Kapitel 7 haben wir schon. Kapitel 18 jetzt. Entschuldigung. Mutter war eine ausgezeichnete Kapitänin. Nach all den Jahren auf See konnte sie anhand der Sterne navigieren und das Wetter vorhersagen. Sie folgte dem Kurs, der auf der schmuddeligen kleinen Karte verzeichnet war, bis wir die Insel fanden. Als wir näher kamen, bemerkte Mutter die Felsen im flachen Wasser. Sie versuchte, sie zu umschiffen, aber eine riesige Welle schleuderte das Boot gegen einen gewaltigen, zerklüfteten Felsen. Ich fiel über Bord und Mutter, die sich am Boot festhielt, wurde mit ihm ins offene Meer getrieben. Aber ich bin ein zäher Brocken und konnte mich an den Strand der fremden Insel retten. Ich war sicher, Mutter würde zurechtkommen, denn sie ist wirklich eine erfahrene Seefahrerin. Auf Pinata Island nahmen die Dinge in der Zwischenzeit eine schlechte Wendung. Lester bot Stardust seine Hilfe während meiner Abwesenheit an. Lester behauptete, er habe einige neue rote und schwarze Süßigkeiten gemacht, mit denen man Pinatas leichter anlocken könnte. Er lud Stardust in sein Urwaldversteck ein, um sie selbst auszuprobieren. Oh.
Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist natürlich blöd. Bin mal gespannt, wie es demnächst weitergeht. Es ist so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was ich weitermachen soll. Wir haben jetzt alles mit Rasen gefüllt, soweit ich hoffe. Ich bin drauf, heute Zeit, Digga, frag mich nicht wieso. Die Zukunft ist verschlossen, ich bin ein Misanthrop. Ein Menschenhasser, erster Klasse, farbenfroh wie 100 Wasser. Nennt mich ruhig den Tausendsasser und in Klammern. Ja genau, ich probier das jetzt ich mal aus. Ich geh den Weg, auch wenn ich den Verlauf suchen muss. Gib mir diese eine Chance, diesen einen letzten. Die Welt ist kalt, besser, dass du dich verstellst. Dann verlierst du deinen Glauben an die Wahrheit, an dich selbst. Alle wollen Schlagzeilen, ich geb euch paar Zeilen. Seid ihr dann zufrieden, dass die Wahrheit wie ein Grab schweigt? Ich zieh mir alles aus dem Arsch, sicherlich der Moment, an dem du merkst, dass es nicht richtig ist. Dass es immer schon so falsch war, Gift in den Augen. Ich hab deinen Schatten zwar gesehen, doch keiner will es mir glauben. Was ist Liebe? Scheiß auf die Definition. Liebe ist, wenn du fliegen kannst, trotz Gravitation. Wenn du gehst, was dann bleibt? Wozu reden? Kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wo zu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Mir kommt es vor, als war es gestern, doch die Zeit ist längst vorbei. Heute lasse ich dir fliegen wie ein Adler Richtung Sky. Und im Endeffekt ist das die beste Entscheidung gewesen, weil ich weiß, irgendwann trennen sich halt alle Wege. Doch ich schreibe einfach, schreibe weiter, schreib an diesen Satz. Und ich will es nicht aussprechen, aber du warst mal mein Schließe deine Augen und dann hör mal dieses Lied. Denn die Engel, die hier fliegen, folgen nur der Melodie. Ich bin auf der Suche nach Beweisen, ob es dich auch gibt. Ich hab viel von dir gehört, doch begegnet bin ich dir nie. Du lässt dich sehr selten blicken und man findet dich nur schwer. Doch wenn ich dich eines Tages finde, spüre ich mein Herz. Vielleicht dauert es ein Monat oder weitere 10 Jahre. Doch egal, ich bleib hier und zähle bis dahin die Tage. Die Sekunden und die Stunden, schreib ein Zeichen an die Wände. Vielleicht habe ich ja Glück und fliege mit deinem Engel. Wenn du gehst, was dann bleibt, wozu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wozu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wozu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wozu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Sag mir, wie weit wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du den Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, wozu reden, sag mir, wie weit. Was dann bleibt? Hier dürfen wir vorbeikommen. Denn hier will ich nämlich noch ein schönes Ding reinknallen. Ich will so ein Vieh besitzen. Dafür muss er herkommen und dann kann ich ihn den hier fressen geben. Die Medizin. Und schon habe ich meine Ruhe. Es funktioniert also. Es freue ich mich natürlich tierisch. Cinemonkey! Chipmunk hätte ich eigentlich besser gefunden, so vom Namen her. Diese scheiß Ninja-Fähigkeiten. Na gut, wollen wir mal ein bisschen, aufräumen hier. Was für Weltende, jetzt werden Musiker geboren. Diese Glasklangmörderstimme zerfetzt doch jetzt eure Ohren. Das ist dir zu normal. Tut mir leid, Schicht im Schacht. Ich bin so weit gegangen und hätte nie gedacht, dass es klappt. Was für Geister, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, nicht mehr. Ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht. Hier geht es um viel mehr. Das muss weg. Aus dem Licht bis nach oben an die Spitze. Ich bin wie Taubstumme, da verstehe ich keine Witze. Was für Leid, habt ihr alles schon gesehen? Nicht mehr weg am Block, ich bin crazy insane. Kollege, raus hier.
Weißt du was? Ich mach das jetzt am besten mal. Ich kaufe jetzt erstmal hier die. Fick in der Fick-Fuck-Scheiße hier. Nicht mehr! So, und du jetzt raus hier. Sonst krieg ich noch einen Kollaps. Weichser. Jetzt müssen wir da. Jetzt werden wir erstmal den Garten weitgehend beenden. Also löschen. Um den neu auszubauen. Des Weiteren werde ich dann was ganz anderes verwenden als das jetzt. Das soll es also. Hier. So, im Hintergrund hört ihr meine Katze ganz stumpf jammern, weil die.